mal ganz kurz das hier weg, was wir hier an der Tafel haben. Und wir schauen noch mal, wie wir Nomen erkennen können. Nomen werden groß geschrieben, aber wie erkennen wir denn, ob es ein Nomen ist? Die älteren Schüler dürfen auch gerne übrigens das Wort Substantiv verwenden. Ich bin immer dafür, dass wir Fachwörter gerne früh lernen und uns einprägen. So ganz schwierig, denke ich, ist das auch nicht. Man kann es zumindest schon mal gehört haben. Und dann sollte man so langsam wegkommen von den Begriffen, die man so in der ersten, zweiten Klasse gelernt hat und sich ein bisschen Fachwörter angewöhnen. So, wir machen das mal an dem Beispiel Erkältung. Wir haben folgende Möglichkeiten zu gucken, zu prüfen, zu proben, ob dieses Wort ein Nomen ist oder nicht. Und die erste Probe ist die sogenannte Artikelprobe. Das heißt, du prüfst, ob du einen Artikel, der, die oder das ist der bestimmte Artikel, eine ist der unbestimmte Artikel, ob du den Artikel vor dieses Wort setzen kannst. Die Erkältung funktioniert ganz hervorragend, ist also schon mal ein ganz klarer Beweis. Es muss also ein Nomen sein und wird entsprechend groß geschrieben. Eine zweite Probe ist die Mehrzahlprobe. Das heißt, Nomen haben die Eigenschaft, dass man sie zählen kann. Das kannst du mit Adjektiven, das kannst du mit Verben nicht machen. Wir haben also eine Erkältung, wir haben zwei Erkältungen. Wir können hier die Mehrzahl bilden. Auch hier haben wir den Beweis. Die Probe sagt uns also ganz eindeutig, dass es sich hier um ein Nomen handelt. Dann hat dieses Wort sogar noch die Eigenschaft, und ich nenne das mal Probe der Wortendung, wenn die Wörter auf Heid, Keit, Ung, Nis, Schaft oder Tum enden. Wir merken uns mal die ersten vier zunächst. Heid, Keit, Ung und Nis, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass es ein Nomen ist. Die Erkältung, also hier würden sogar alle drei Proben passen und uns zeigen, dass es hier also ein Nomen sein muss. Okay, gut, dann würde ich gerne eine zweite Übung mit dir machen. Und in dieser zweiten Übung geht es darum, dass du jetzt ein bisschen anwendest, was wir gerade besprochen haben, was für dich vielleicht eine Wiederholung war. Für diese zweite Übung bitte ich dich ebenfalls wieder die Zahlen von 1 bis 10 untereinander zu schreiben. Und ich mache das ebenfalls hier an der Tafel. Du brauchst keine Zeile freizulassen. Gerne Überschrift, Übung, unterstreichen die Überschrift mit Lineal unbedingt, gerne mit einem roten Feinliner. Das kennst du bestimmt auch aus deinem Schulunterricht. Okay, so dieses Mal möchte ich dich bitten, das Wort komplett aufzuschreiben und bevor du es aufschreibst, kurz zu überlegen, im Kopf, in Gedanken,
die Artikelprobe oder die Mehrzahlprobe oder dir die Endung genau anschauen, zu überlegen, ob du es groß oder klein schreibst, ob es ein Nomen ist oder kein Nomen ist. Und dann geht es auch schon direkt los. Das erste Wort, Blitz. Ich warte jetzt ein bisschen länger, damit du auch Zeit hast, sauber zu schreiben. Blitz ist das erste Wort. Das zweite Wort, Haus. Artikelprobe, Mehrzahlprobe, auf die Endung schauen. Die Nummer 3. Leicht. Leicht ist die Nummer 3. Die Nummer 4. Fahrrad. Fahrrad. Artikelprobe, Mehrzahlprobe, auf die Endung achten. Vielleicht reicht dir auch schon die Artikelprobe, dass du schon direkt weißt, wie du es schreiben musst. Die Nummer 5. Blind. Die Nummer 6. Wanderung. Wanderung. Die Nummer 7. Spät. Spät ist die Nummer 7. Die Nummer 8. Lieb. Lieb. Die Nummer 9. Sauberkeit. Die Nummer 9. Sauberkeit. Und die Nummer 10. Freiheit. Die Nummer 10, Freiheit. Ich wiederhole noch einmal die Wörter von 1 bis 10. Blitz, Haus. Du achtest bitte vor allen Dingen auf die Groß- und Kleinschreibung. Leicht ist die Nummer 3 gewesen. Fahrrad, blind, Wanderung, spät, lieb, Sauberkeit, Freiheit. So, ich möchte, dass du dir jetzt bitte einen roten Feinliner zur Hand nimmst und wir vergleichen einmal die Wörter.
Wenn du das Wort richtig geschrieben hast, machst du ein kleines Häkchen hinten dran. Wenn das Wort falsch war, dann bitte dort unterstreichen, wo der Fehler war, mit Rot. Wenn der erste Buchstabe falsch war, machst du ganz vorne unter dem ersten Buchstaben einen kleinen roten Strich. Das erste Wort. Blitz. Blitz muss groß geschrieben werden. Der Blitz, Artikelprobe, die Blitze. Dann weißt du schon ganz genau, es muss also ein Nomen sein, ein Substantiv und muss groß geschrieben werden. Bitte hier TZ, eine Endung, die nicht so ganz einfach ist. Die Nummer 2. Haus muss ebenfalls groß geschrieben werden. Das Haus, die Häuser, ganz klar ein Nomen. Und insofern haben wir hier ein großes H am Anfang. Die Nummer 3. Leicht muss klein geschrieben werden. Du kannst die Artikelprobe machen, der leicht, die leicht, das leicht, es geht nicht. Es ist ein Adjektiv. Adjektive können wir steigern. Leicht, leichter, am leichtesten. Adjektive werden klein geschrieben. Also musst du dieses Wort ebenfalls klein schreiben. Die Nummer 4. Fahrrad. Ein zusammengesetztes Nomen. Fahrrad. Das Fahrrad, die Fahrräder, groß geschrieben. Das H hier nicht vergessen, Doppel-R bei Fahrrad. Und am Ende haben wir das D, das kannst du ganz leicht rausbekommen, indem du hier die Mehrzahl bildest, die Fahrräder. Und dann hörst du es ganz, ganz deutlich. Die Nummer 5. Blind. Wie ist der Maulwurf? Blind. Ein Adjektiv wird also klein geschrieben. Artikelprobe, der blind, die blind, das blind, funktioniert nicht. Mehrzahl bilden kannst du hier auch nicht. Du kannst dieses Adjektiv tatsächlich schlecht steigern. Es ist ein Adjektiv. Es wird klein geschrieben. Die Proben für die Nomen funktionieren hier nicht. Die Nummer 6. Wanderung. Artikelprobe, die Wanderung, Mehrzahlprobe, die Wanderungen. Und hier kannst du ebenfalls noch die Probe mit der Wortendung machen, UNG. Also ganz klar, es muss groß geschrieben werden. Die Wanderung, Wanderung, ein großes W. Die Nummer 7. Spät. Kleingeschrieben, es ist ein Adjektiv, Artikelprobe funktioniert hier nicht, Mehrzahlprobe funktioniert hier nicht. Du kannst es steigern, spät, später, am spätesten. Und dann, wenn du es steigerst, hörst du auch wieder die Wortendung ganz genau, klein und mit T am Ende. Die Nummer 8, lieb. Auch hier müssen wir es klein schreiben, auch hier haben wir ein Adjektiv. Artikelprobe funktioniert nicht, Mehrzahlprobe funktioniert nicht. Aufpassen mit der Wortendung, wenn wir das Adjektiv steigern, lieb, lieber, am liebsten, dann hören wir auch das B hier ganz deutlich. Die Nummer 9, Sauberkeit. Großgeschrieben, Artikelprobe, die Sauberkeit, dann kannst du die Mehrzahl bilden, die Sauberkeiten und du hast hier die Endung Keit, insofern ganz deutlich, es muss groß geschrieben werden, es handelt sich um ein Nomen, um ein Substantiv und dann sind wir auch schon bei der Nummer 10,
Freiheit, ebenfalls ein Nomen, ein Substantiv, die Freiheit, Artikelprobe funktioniert, die Freiheiten, Mehrzahlprobe funktioniert. Und wenn du dir die Wortendung anschaust, es endet auf Heit, auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass es sich hier um ein Nomen handelt. Gut, sehr schön. Gar nicht so viel geschrieben bis hierhin und deswegen habe ich mir gedacht, zu guter Letzt habe ich hier noch ein kleines Diktat mitgebracht.